Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück im Let's Play Together mit der Räuberbande oder Günner, wie nennst du es nochmal? Oh Gott, jetzt hast du mich so ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt. Erstmal hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde Zaltscher Hau und auch salvierte Spectatoris. Ich glaube, die Taishan-Koalition sind wir, ne? Genau. Kein War's Problem. Du, ich gebe zu, es war ein bisschen beabsichtigt, um zu gucken. Ja. Jeder hat so seinen Automatismus. Da muss man mal durch. Genauso. Ne? Nee, alles gut. Ja. Alles easy und brindisi. Ich will ja heute irgendwie Krieg gegen Yuan Shao führen. Der Witz ist tatsächlich. Warte mal, wie viel? Du bist bei 36, ne? Der braucht. Ich glaube, ich brauche die volle Verstärkungsrate hier nicht mehr. Könntest du angreifen? Aber das sind halt zweimal Infanteriegeneräle, ne? Artilleriegeneräle. Pass auf, wir machen es ein bisschen anders. Du kommst mit hier runter. Und du gehst hier hoch nach Bohai. Und dann warten wir hier. Und dann kann ich nächste Runde Kong Rong nochmal vorschlagen. Dass wir hier Yuan Shao den Krieg erklären. So, jetzt, was ist jetzt noch hier mit der Armee? Die hat noch nichts gemacht. Dann gehst du in den Hinterhaltmodus. Und an Ping kotzt wegen zu wenig öffentlicher Ordnung. Das liegt aber alles nur an der momentan noch fehlenden Unterstützung. Ist alles okay soweit. Was wollte ich hier bauen? Hier wollte ich noch irgendwas errichten. Ein Gebäude wollte ich hier errichten. Welches war es? Verwaltungskanzlei war es nicht. Konfuzianischer Tempel. Baue ich mal jetzt dahin. Minus 50 öffentliche Ordnung. Warum eigentlich? Okay, ich kriege hier einfach keine öffentliche Ordnung. Finde ich irgendwie doof. Aber dann machen wir das halt. Bauen wir einen Tempel. Warte mal. Ah! Ha! In Anding. Warte, hä? Nee, doch nicht. Was? Moment mal. In Dai? Das ist. Wo ist denn Dai nochmal? Dai ist hier oben, ne? Komisch, warum die öffentliche Ordnung da so mies ist. Okay. Yanmen. Bringt mir meine Beute. Das wollten wir in Yanmen bauen. Moment. Bei mir ist gerade. Ach Gott, was? Ich hasse das. Ey, dieser blöde Wargaming-Updater. Immer wenn ein Sandbox-Update kommt, springt das Ding mir ins Gesicht, weißt du, und haut mich immer raus. Also auf dem Desktop, ne? Dann nervig. Ich muss mal gerade überlegen, ob ich noch was baue hier. Was wollte ich denn da bauen hier? Da wollte ich dieses Ding bauen, was mir prozentual mehr Nahrung bringt, ne? Diese Regierungsunterstützung, ne? Ja, wobei die nicht so. Die ist jetzt noch nicht so super dringend. Lass mir mal den Bauslot noch offen. Komm, wir sparen die Kohle mal ansonsten noch. So, ich weiß schon, was ich baue. Und ich greife jetzt hier die Kupfermine von Hedong an. Weil da ist gerade. Ich kann es nicht angreifen, weil es wieder so weit weg ist. Und zum Heulen. Nervig. Vor allem, innerhalb meines Landes bin ich schnell und dann innerhalb von ihrem Land verliere ich dann instant so auf 2 Schritt gesamte Bewegungsreichweite. Einfach zum Kotzen. Verweigert Gnade. So, ich gehe jetzt hier in den Hinterhalt. Versuche dann die Kupfermine von Hedong nachher anzugreifen. Und wieder einmal kann ich ganz wenig Dinge tun. Aber ich komme langsam aber sicher auf Geld. So, kann ich jetzt irgendjemand eigentlich noch, der bei uns in der Dingens drin ist, in den Krieg um? Yuan Shu, wo bist du denn? Setzt euch, auf dass wir uns unterhalten können. Ich kann also jetzt hier ihn um Militärunterstützung
bitten. Oder aber wahrscheinlich nicht machen wollen. Ja, lieber klar, er sagt niemals. Wo ist der Yuan-Schuh? Also ich sehe Yuan-Schuh nicht mal auf der Karte. Ich glaube, der ist total am Ende. Seine Legitimität zu unterstützen bringt auch nur noch 1,9 plus, also in der Diplomatie. Also der ist total am Ende. Kein Geld, hat keine Nahrung. Da werden wir Yuan Shu? Ja, der wird bald GG sein. Der wird ja, Vasallen hat er aber noch, ne? Glaube ich, oder? Wir fühlen uns geehrt. Das weiß ich nicht, aber der ist auf jeden Fall bald GG. Würde ich mal vermuten. Na, das ist doch gut. Mäßig Zahlung bitten? Boah, ich sehe schon. Du meintest, der gibt ja gar nichts für die Nahrung. Düster. Zappenduster. Nee, dann mache ich keine Diplomatie. Dann behalte ich meine 7 Nahrung. Das habt ihr davon. Auf einmal sehen wir was, weil einer von unseren Verbündeten über den Schlangenfluss schippert. Yu Bei. Ach, jetzt greift die meine... Oh nein, jetzt greift die mein Ackerland an, die blöde Kuh. Ich hasse sie jetzt schon. Wobei, ich glaube, sie könnte... Du bist aber vor ihr dran, ne? Ja, ich nehme... Die hat nur noch die eine Stadt, oder? Ich weiß, ja. Und die wird an der Kupfermine... Die wird an dem Ding abprallen. Ja, also machst sie gleich platt und dann... holst sie die Kupfermine, würde ich vorschlagen. Und dann kannst du ihr immer noch ein Friedensangebot machen, wenn sie es nicht will. Dann... bringst du einfach unfassbar hohe Verluste bei und dann... Ich kann einen Charco ausheben, da reinstellen, dann habe ich auch einen General da drin. Ich kann nicht. Der hat dann noch keine gute Armee, aber ich hätte dann für eine Runde einen Gen mit vollen Lebenspunkten da drin, weißt du? Cool. Boah, hier macht's gerade richtig runter, ey. Bei mir geht die Welt gerade unter. Also jetzt in echt so? Das ist das unfassbare Regeninferno gerade hier. Ich weiß jetzt nicht, ob meine Zuschauer das hier im Hintergrund hören. Bei der Aufnahme ist es mega laut. Okay, pass auf, ich gehe jetzt mal gerade hin und wer war es? Der Hongkong? Kongrong, ne? So, Hongkong, verhandeln. Ja. Also, Bündnisse. Mit Kongrong aus der Koalition entfernen? What the fuck? Nee. Umzahlung bitten, mit Unterstützung handeln. Nee, warte mal, warum geht denn das nicht? Warum kann ich ihm nicht anbieten, dem Krieg beizutreten? Warte mal, und wo ist der? Das. Nee, nicht Huangshao, sondern Yuanshao. Ah, ich habe noch einen Militärzugang bei dem, das soll ich vielleicht mal aufkündigen, ne? Das heißt aber, dass du jetzt noch 10 Runden lang. Also Zwangsfrieden hast, ne? 5, dachte ich, oder sowas. Ich muss mal gucken. Es kommt drauf an, aber ich meine, es sind 10. So, ich habe jetzt hier erstmal Abkommen gebrochen. Wenn ich jetzt hingehen würde und würde sagen. Krieg erklären. Dann würdest du sagen, für 5 Runden. Moment mal bitte. Soll ich pausieren? Ja. Ich pausiere mal. So, wieder zurück. Kleine Verzögerung gab's. Könnte ich jetzt theoretisch dem Kongrong anbieten? Nee, kann ich nicht. Kann ihm immer noch nicht anbieten, da dem Krieg beizutreten, ne? Okay. Ich habe plus 0 Punkte Glaubwürdigkeit. Ich bin glaubwürdig. Kann man irgendwie auch positive Punkte da bekommen? Ich weiß. Ja, kann man. Ja, kann man mit der Zeit. Also wenn du dich ewig ehrenhaft weißt. Ich sehe übrigens gerade eben, mit was ich alles im Krieg bin. Also eigentlich so ziemlich alles südlich von mir. Du bist mit ziemlich... Ey, sag mal, was ist denn das hier für ein... Ach so, weil ich Militärzugang hatte. Ah, witziges Spiel. Du trollst mich gerade, ne? Okay, gut. Alles klar. Dann gehst du hier hin und machst bitte auch Hinterhaltsstellung an. Ich habe Yuan Shu gefunden. Und dann wartet ihr hier. Dich kann ich leider nicht ausbauen. Der hat noch der hat noch ein Ackerland und da hat er keine Soldaten mehr drin. Der ist jetzt GG. Cool. Der ist im Krieg mit Cao Cao und wird danach jetzt GG sein. Hauptsache, der wurde eben noch in unser Bündnis eingeladen. Also. Der ist total logisch, ne? Für Vergeltung. So, Kupfermine.
Wir benennen uns jetzt in die Allianz der Hoffnungslosen um, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Also ich spiele das. Hießen wir nicht auch mal so? Ich weiß es nicht. Sieg. Kann auf jeden Fall sein, ja. Die Allianz Krieg der Verzweiflung. Tut der Seele gut. Ruhm ist besser. Ich meine, wenn du einmal den Norden komplett hast, ne, dann ist es wirklich wie bei Game of Thrones, ne, der Norden fällt nicht, der ist nicht eroberbar. Ja, genau. Aber das liegt hauptsächlich an diesem Schlangenfluss, weil du kommst da halt einfach nicht drüber, ne, das ist so. Oh, das wird ein Pain. Ja, kann ja sein, dass er rausrückt, ne? Glaub ich nicht. Ich gebe dir mal die Kaff nur für den Fall. Ich stell die mal genau auf der anderen Seite auf. Hier so versteckt im Wald. Bekloppt ist, dass die hinterm Wald nicht versteckt sind. Macht gar keinen Sinn. Nur du musst sie in den Wald reinstecken, damit sie versteckt sind. Komische Sache. Ach nee, warte mal. Ach so, doch. Ja, ich werde jetzt. Ich hoffe einfach, dass meine Geschosse die 4 Türme auseinandernehmen können. Das ist jetzt halt einfach Hoffnung. Im Prinzip Hoffnung. Was anderes ist das gar nicht, außer Prinzip Hoffnung. Weil ich ja immer noch kein Dings habe. Also ich starte das Gefecht und versuche dann die Türme auseinanderzunehmen, ne? Ja. Ne, der bleibt drin. Ja, ja. Ah, warte. Was bewegt sich denn da? Aber das ist nur Kaff und so weiter, ja. Aber guck mal, ein schöner Blob, ne? Ja, ja, aber ich nehme die Türme aus. Ja, ja, dann mach die Türme weg, ja, 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 ja. Geil, erste Salve hat original mal gar nichts getroffen. Zweite Salve hat immerhin einmal getroffen. Weißt du, ein Schuss macht 38% Schaden. Das sind 2 Salven, die du brauchst, um einen einzigen Treffer zu landen. Ich jetzt schon die Krise, du. Ich sehe, wie scheiße die treffen. Die Schüsse landen nicht mal in der Nähe von dem Turm. Come on, ey. Das ist so der Wahnsinn. Jetzt schon 5 Salven, kein Treffer. Ja, so ist das bei diesem Spiel. Ich sehe überall, wo diese Geschosse eingeschlagen sind, ne? Da sind nämlich Löcher. Zum Verzweifeln, ich habe jetzt schon 60% meiner Munition verbraucht. Ja, hast du Brandpfeile mit irgendeiner Einheit? Nö. Nee, ne? Ohne Witz, scheiß drauf, ich schieße jetzt auf die Einheiten. Das ist so. Ja, das mach das. Das ist so verloren, eh, dieser Unsinn. Gib mir meine Einheiten jetzt weg und lass einfach bloß die Katapulte jetzt hier noch auf die Einheiten schießen. Erste Salve 93 Kills, weißt du? Macht das Ding auch ein paar Level. Oh, jetzt hagelt es auch noch. Bei dir, krass. Das hört man jetzt aber. Hörst du es? Das höre ich, ja. Krass. Und in die Felswand. Und in die Felswand. Ja, wo schießen die denn hin? Das ist nicht mal in der Nähe, wo die hinschießen sollen, weißt du? Das war ein schöner Treffer, der zweite. Ja, ja. Der war gut, das ist richtig. Kommen wir mal dreifache, oder? Ja, echt. Ach Gott, ihr Türme, was macht ihr denn da? Warum? Weil wenn wir gunnen, dann ist. Aber es wird jetzt etwas verlustreicher, schätze ich mal. Ne? Ah, guck mal, jetzt kommt er raus, oder? Nee, nee, er zieht sich zurück. Okay, das ist doch gut. Er hat keine Lust mehr auf die Verluste. Aber das ist doch gut. Dann können wir die Türme leichter einnehmen, oder? Theoretisch ja.
Über die linke Flanke, da ist nur eine Einheit Säbelmiliz. Vielleicht kannst du die mit der Armbrust wegboltern. Das ist ja auch der Plan. Also ich gehe jetzt hier über die Flanke ran. Das Problem ist halt nur, der kann mit den zwei Türmen aus dem Center halt noch auf die linke Flanke rüberschießen. Naja, ich muss halt gucken, dass ich das irgendwie hinbekomme, mit so wenig Verlusten wie möglich da ranzukommen. Theoretisch könntest du übrigens, also das sind ja bloß Säbelinfanteristen. Wenn du mit allen Kavalleristen gleichzeitig auf die Charge, dann brichst du da durch. Dann rennen die auch weg. Was ich meine? Also hier die da. Soll ich mal machen? Es ist niemand in der Nähe, aber warte noch ganz kurz. Ich mach noch etwas, bis ich so weit pass auf, bin. Ich stell mich mal hier ins Wäldchen rein. Ansonsten. Mhm. Dann müssten wir ja. Warte mal, der Turm deckt mich auf, ne? Ich stelle mich mal außerhalb der Reichweite auf. Also auf jeden Fall ist meine Artillerie jetzt erstmal wieder arbeitslos. Aber ich kann denen jetzt hier gleich in den Rücken schießen. Der Säbelmiliz. Dann ist vielleicht sogar gleich ein Eingang offen. Genau, da müssen wir so ein bisschen außerhalb der Range draufballern können, ne? Ja, jetzt bewegen die sich natürlich weg. Ja, ist aber okay, ist okay. Wenn er den auflässt, ist okay. Du hast halt qualitativ überlegene Einheiten, also insofern sehe ich da keinen Grund, warum du das Ding da nicht. Also das, guck mal, die sind schon down. Ja, die rennen gleich weg. Gehen die down. Feindlichen Krieger, ha! Ich schieße auch weiter auf sie drauf, weil ich will, dass sie sich nicht mehr sammeln. Die sind schon bei minus 39 durch Schaden erlitten, also da brauchst du eigentlich nicht mehr drauf schießen, glaube ich. Aber die sind insgesamt nur bei minus 10. Die sind jetzt bei minus 57. Also bei mir sind sie bei netto minus 42. Die sammeln sich auf jeden Fall wieder. Die 85? Ich ja. Sag, die sammeln sich nicht mehr. Komm, wir wetten. Okay. Um die Ehre. Ja, okay. Ich wette, die sammeln sich. Die haben minus 46 Schaden erlitten als Modifikator. Oh, jetzt sind sie nur bei minus 40. Ja. Hä? Minus 5, warte mal, die regenerieren die sich oder ja, was? Oder die sind das irgendwelche Frösche aus dem Urwald, wo Körperteile nachwachsen oder was? Die regenerieren. Ja, guck da, die haben sich. Minus 31? Alter, was ist denn das für eine lame Scheiße? So viel dazu. Wo war das mit der Ehre? Ja. Ehre genimmt. Merv, Ehre genimmt. Ja. Ich kenne das Elend. Ich kenne es. Das ist tatsächlich wahrscheinlich auch so ein Ding, weil ich halt nie auf diesen immensen Einheitengrößen spiele. Da ist das tatsächlich. Die sammeln sich da eher. Hier sammeln die sich eher auf jeden Fall, weil du nicht so leicht unter die 10% runterkommst. Ich stürme da jetzt rein durch dieses offene Gebiet. Auch unter Verlusten werde ich das jetzt tun. Ja, und soll ich oben chargen, oder was? Genau, zur Ablenkung, genau, exakt. Okay. That's the plan. Ich komme aber nicht mit allen Kaff-Einheiten auf einmal da an. Ich will jetzt auf jeden Fall hier dieses Ding da einnehmen. Mir ist halt wichtig, dass die Kavallerie in beiden Richtungen agieren muss, ne? Dass sie jetzt nicht mich hier plötzlich da wegblockt. Ja. Oh, meine Männer können jetzt weiter vorrücken, dann können die mich jetzt auch schießen. Das Männer schießt doch einfach. Was ist denn los? Ja, und schon kommen sie mir nämlich jetzt entgegen. Guck mal, diese Schweinebären da oben. Der hat noch 192 Mann bei der Säbelinfanterie. Aber dafür habe ich den Turm eingenommen. Das ist gut. Ich mache aber keine Kills mehr da drüben. Die Schockkraft kann auf jeden Fall jetzt mal da raus.
Alter, jetzt hör mal auf mit dieser Lamer-Scheiße, da 3 Einheiten zurückziehen und dann mit allen wieder da einen Charge-Bonus kriegen. So geht es aber nicht hier. Ja, Flächendamage. Ah, dieser Drecksbug, ey. Schießen deine Einheiten? Noch nicht, ne? Nee, nee, ich nehme es hier gerade eben die nächsten Türme ein, wie du siehst. Okay. Oh, Männer, es geht doch da rein. Warum verfolgt ihr die denn? Ich komm mit. Jede Sekunde, die jetzt da gerade eben brauchen, kostet mich Männer. Ja, das ist dann sehr ärgerlich. Oh, das war nochmal ein Kack-Charge, ey. Charge die Säbel gleich einmal an. Damit ich ihm hier in den Rücken kann. Guck mal, hier macht der Trick. Nice. Äxte sind da. Haben deine Äxte noch Muni? Dann kannst du nämlich hier oben auf die Kaff schießen. Nee, ich schieße da gerade eben drüben auf diesen harten Nahkampf. Guck mal da. Da muss ich ein bisschen mitwirken. Achtung, Kaff in deinem Rücken. Ah, danke, dass du gesagt hast. Ja, die fliegen jetzt alle. Nur noch ganz wenige Einheiten, die nicht wegrennen. Aber wie gesagt, in dem Fall ist es halt wichtig, dass man gleichzeitig zuschlägt. Und das kannst du als Spieler normalerweise alleine nicht. Das ist das Problem. Nee, kannst du einfach schwer timen. Blanke Wahnsinn. Welche Einheit von dem steht denn noch? Hat er noch eine Einheit oben auf der Piazza oder was? Wahrscheinlich, ja. Nee, jetzt ist es vorbei, endlich. Boah, meine Güte, ey. Entscheidender Sieg. Aber ganz, es ist so dringend notwendig. Also gut, 325 Kills hat am Ende das Katapult noch gemacht, aber es ist so notwendig, dass es noch mehr Kills. Damit es halt endlich auf eine höhere Stufe kommt. Weißt du, normalerweise räumst du mit einem 10er Katapult 4 Türme weg. Das schaffst du normalerweise easy. Ah, okay. Aber mit diesen Low-Level-Dingern überhaupt nicht. Meine Legende wächst. Oh, wieder Infamie. In dem Fall wird auch nur besetzt. Es wäre unhöflich. Ich weiß gar nicht, warum ich das plündern sollte, weißt du? Es ist doch mehr davon, das jetzt einfach zu nehmen. Oh, Level up. Das ist das gut. Lohnt sich auch am Anfang nicht, hier die Städte zu plündern, weil die eh so niedrig sind. Richtig. In der Regel von der Entwicklung, da bist du froh, wenn du die auf Stufe 2 oder 3 hast, ne? Weil das kostet halt auch alles einen Haufen Geld. So viel Kohle hast du ja am Anfang auch gar nicht, ne? Mhm. Und jetzt gucke ich mal, ob ich mit deren Frieden machen kann, weil jetzt hat sie ja ein echtes Problem. Hier. Muss das sein? Will sie wahrscheinlich nicht. Oh doch, die machten Frieden mit mir. Was? Die machten Frieden mit mir. Cool. Ja, dann verlange ich von ihr doch mal Zeug. Oder. Die soll jetzt halt irgendwo anders plündern gehen. Gib mir Geld, Mädel. Und Zahlung bitten. Nimm jetzt einfach mal dein gesamtes Geld. Ja, die sind mich jetzt ziemlich im Arsch, weißt du, weil sie ja jetzt hier gerade eben. Das ist gut. Ja, 1300 gibt die mir noch für den Frieden. Nice. Mein Angebot ist angemessen. Obwohl es eigentlich aus ihrer Sicht jetzt dumm wäre, weißt du, sie müsste jetzt. Hey, Alter, aber auch mal gerade so eine andere Sache, ne? Cao Cao in Luoyang am Holzplatz? Yuan Shao in der Kleinstadt Luoyang? Was geht denn da ab? Wie sind denn die da hingekommen? Die sind da hochgelaufen, die haben, glaube ich, Krieg da oben mit dem komischen. Cao Cao hat da oben Nanyang?
Was geht denn da ab mit dem? Warte mal, hä? Ying Xuan? Oh, Sau, was meinst du denn? Ich weiß jetzt gerade nicht, was du meinst. Die Städte alle westlich von dir, da hinten in der... Ach so. Ja. Weiß. Das ist unfassbar. Weiß hier. Also du meinst südlich von mir. Ja, von mir südlich. Das beobachte ich aber schon länger. Ja. Das ist für mich nicht neu. Unfassbar, was der alles hat, ey. So, warte mal, dann habe ich noch das hier geschworen, Bruder. Vielleicht kriege ich sogar noch hin, dass sie mir sogar noch Tribut zahlt. Das wäre noch krass. Ja, sprecht. Nee, das macht sie eher nicht. Sie hat doch eh kein Einkommen. Ich will gerade mal durchgucken, ob irgendeiner Tribut. Oder nee, warte mal. Das kann ich ja allgemein, ne, schnelles Abkommen. Tribut fordern. Alle nein. Das ist so dämlich. Leicht. Nö, dann bin ich tatsächlich fertig. Hey, guck mal, ich breite mich aus. Ja, so langsam wird's, ne? Aber was ist bei dir da hinten denn im Osten los? Das sieht ja voll schlimm aus. Wir werden das auf dem Schlachtfeld. Ja gut, also da sind ja alles meine Kumpels momentan. Oh Gott, was willst du aus von dir? Erklärt hat. Ah. Die alte Sau. Sau schon wieder, ey. Ich bitte mal um Hilfe. Pauschal. Ja, und Sau hat jetzt Uran Schuhplatz gemacht. Doch das muss ein Ende finden. Gong Min will jetzt mein Werkzeug machen. Gibt mir dafür Frieden und 100 Kupfer. Ich hab dafür genau eine Antwort. Fuck you. Ihr nehmt unser großzügiges Angebot ab. Ganz im Ernst, ich weiß, normalerweise ist ja der Bösewicht in diesem Spiel dieser Dong Zhao, ne? Aber mein größter Erzfeind ist der Dong Min, sein Nachfolger. Euch wurde der Krieg erklärt von Huang Shao. Was insofern witzig ist. Wir sehen ihn nicht mal, ne? Genau. Ich rufe trotzdem mal um Hilfe. Ey, du brauchst ihn nicht anzunehmen, keine Sorge. Ja, dann lehne ich mal ab, ey. Ja, hol dir nicht noch mehr Ärger. Ich hab so. Krieg gegen Fraktion. Yuan Shu fordert gegen die Fraktion von Liu Yan. Ich kann nicht auf Ablehnen klicken. Echter Wahnsinn. Ich kann ablehnen. Boah, jetzt geht's los. Jetzt will er, dass wir allen den Krieg erklären, siehst du? Ja, jetzt haben wir Krieg. Toll, jetzt habe ich noch mehr Krieg. Oh Mann. Unsere Koalition, wir hätten niemals mehr als einen NPC mit reinnehmen dürfen. Siehst du, was jetzt los ist? Ich habe jetzt Krieg mit Cao Cao. Du hast jetzt Krieg mit Huang Shao. Hong Rong und hat jetzt Krieg mit Huang. Oh Gott. Ich glaube nicht. Okay. Ich habe aber gerade irgendwie noch einen Krieg gekriegt. Also ich habe zwar angeblich ein paar Krieger, aber ich sehe keinen einzigen meiner Kriegsgegner. Wenn du mal meine Map sehen würdest. Ja, die sieht wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Also da bist du grün und Kong Rong ist grün und dann gibt's noch Liu Dai, der gelb ist und alles andere ist rot. Ich habe hier nur Huang Shao, habe ich nur als Kriegsgegner. Also da hat sich bisher, da ist nichts Wildes passiert bei mir, soweit erstmal. Nur, mir fehlt ein bisschen Kohle. Wer von euch hat ein Geld? Wuppdi-du. So ein Jan ist reich. Du willst doch bestimmt was. Nee, lass mal gerade das weg. Ich würde dir gerne was verkaufen. Irgendwas Sinnloses. Willst du das haben? Das will er haben. Cool. Um regelmäßige Zahlung bitten. Saniere meinen Haushalt, Monsieur. Ah, guck mal, weißt du was? Ich leg dir sogar noch ein bisschen Nahrung drauf. Hm.
780 reicht doch, ist okay. Cool. Jetzt bin ich auch wieder im Plus. Ich mache gerade 1000 plus, solange halt noch unser Ding läuft. Aber ich werde jetzt am Ende 400 plus machen. Endlich. Ey, jetzt müssen wir mir nur mal einer erklären, warum laufen meine Einheiten die ganze Zeit im Hinterhaltsmodus? Warum laufen die andauernd beim Johann Schau ins Territorium? Das ist doch hackedämlich. Was macht ihr denn da für eine Scheiße? Ihr Penner, ey. Ihr absoluten letzten Dämmelpenner. Wieso machen die das? Die können das doch normalerweise. Siehst du das? Die stehen alle im Territorium. Da stand vorhin keiner von denen. Die sind alle südlich gewandert. Hä? Ich mach da einen Screenshot von, ich schicke das an CA. Ja, ja, mach das mal. Das ist ja. Also ich meine, ich bin ja auch für flexible Grenzen und sowas, ne? Mhm. Das liegt wahrscheinlich, weil die zu nah beieinander stehen, vermute ich. Meinst du, sie schieben sich so gegenseitig, machen Bockspringen? Ja, so ähnlich. Faszinierende Vorstellung. Keine Ahnung, lauf halt hier hin. Stell dich in den Sumpf. So, okay. Yeah, Gebäude fertig. Wuhu, diplomatische Berichte. Chugong, Salzmine, Chang'an, Salzmine, was? Was? Gelbe, Rebellion der gelben Turbane, what? Achso, nee, unerlaubtes Betreten. Ja, danke, Spiel. Du bist auch scheiße. Ja, weil es dich reingestellt hat, kriegst du ja, jetzt... Ja, weil meine Einheiten da reinspiraliert sind, bekomme ich jetzt einen Malus auf die diplomatischen Beziehungen. Oh, geil. Legit, ne? Legit. Aber sowas von... Du, wenn du fertig bist, ich glaube, nach meiner Runde müssen wir echt aufhören, ne? Ja, ich glaube auch. Jedes Mal, wenn wir so einen Cut machen müssen, ist es immer so schwer zu erkennen. Mhm. Ich glaube, die Folge ist auch schon wieder über 30 Minuten jetzt schon. Komm, ich baue nichts, ey, Alter. Ich warte noch, der Johann Schau erklärt mir doch eh gleich einen Krieg, oder? Weil ich den zweimal unerlaubt betreten habe oder so. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Räuber sind. Weißt du, die sind so kleptomanisch irgendwie so veranlagt. Die merken das halt überhaupt nicht, ne? Die rennen halt einfach so darüber. Möglich, ja. Dann brauche ich jetzt erstmal das da, was soll's. War teuer. Aber ich kann eh nicht viel tun. Also ich könnte jetzt das Ackerland von... Nee, das Ackerland kann ich eh nicht angreifen. Ach witzig, wenn ich jetzt rauscrawle, dann sehe ich deinen diplomatischen Status. Ja, dann siehst du mal meine Welt, ne? Die ist ganz schön rot. Ja. So um dich rum. Ja. Willkommen in meiner Welt. Es ist eine sehr, sehr rote. Nicht Angriffspakte. Wollen die eher alle nur so vielleicht? Militärische Zugänge eher nur so vielleicht? Tribut wollen die auch eher alle nur so vielleicht? Ganz keine Ahnung, wie das überhaupt gehen soll. So, ich würde einfach mal sagen, wir machen an der Stelle Schluss, ne? Ja, genau. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, Leute. Bis dahin, Pax Vobiscum, Valete und Zaijan. Ciao. Tschüss.